Der nächste Morgen im schönen Nordhausen. Nach dem emotionalen Eklat am Vortag hofft Frank Rosin heute auf eine sachliche Auswertung der Testesser-Beurteilung. Wie haben die Nordhausener die wilden Waffelwunderwerke sternetechnisch eingeordnet? Hallo? Hallo, seid ihr da? Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Gut. Gut. Wie war die Nacht? Oder der Abend gestern noch? Lang, sehr lang. Ja, meine Frau habe ich gestern Abend noch so ein bisschen auch emotional erlebt. Es kommen halt Dinge auch zum Vorschein, die man sonst gar nicht so sieht oder beziehungsweise ausgesprochen werden. Und es war schon schwierig gestern für sie. Sehr schwierig. Ja. Also, lass uns mal so anfangen. Ich habe jetzt hier die Kommentare der Testesser. Vielleicht gucken wir uns das mal an, dann könnt ihr euch mal ansehen und anhören, was die so sagen. Und ich verspreche dir auch, ich werde ganz lieb und ganz ruhig zu dir sein. Aber wir müssen des Pudels Kern auf jeden Fall treffen. Ne? Ja, also ich habe Angst vor der Auswertung, dass jetzt noch mal Dinge zum Vorschein kommen, die ich gar nicht so gesehen habe. Das macht mir ein bisschen Angst. Gut fand ich an dem Abend den Service, definitiv. Also sie war sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Der Service ist sehr gut. Sie hat sich sehr gut um uns gekümmert, war immer da, sehr bemüht. Also was sagst du dazu? Alle loben den Service? Gut. Gut, ne? Hab ich dir ja auch gesagt, bist eine gute Gastgeberin. Ne? Machst du gut, hast so ein ruhiges, einfühlsames Wesen, strahlst keinen Stress aus. Das ist gut. Da braucht man gar nicht dran arbeiten. Das ist schon mal, eine tolle Sache, oder? Ich wusste, dass ich den Service gut mache. Dessen bin ich mir auch wirklich sicher gewesen. Aber die Küche, also das Essen, die Kritik, da war ich halt total aufgeregt. Ich habe mich an sich gut aufgehoben gefühlt. Trotzdem hat es mich nicht überzeugt. Das Ambiente gefällt mir nicht besonders gut. Das Essen war unspektakulär. Das Essen, das war, ich möchte nicht böse wirken, aber es war 0815. Das hätte ich zu Hause genauso hinbekommen. Der Crepe, den ich hatte, der war nur zur Hälfte gefüllt. Man hat zur Hälfte trockenen Teig gegessen. Ich als Foodbloggerin muss daher sagen, dass ich das nicht, also hier noch, nicht noch mal wiederkommen würde, weil es halt einfach nicht so liebevoll angerichtet war. Die Auswertung war sehr hart. Weil man kann sich nicht ändern, wenn man nicht gesagt bekommt, das und das ist verkehrt. Und dann wird man in dem Moment so bloßgestellt mit solchen Aussagen, die die Leute einem aber nicht direkt ins Gesicht sagen. Was sagst du denn dazu? Also mit der Füllung, ja, gebe ich auf jeden Fall recht. Also es war auf jeden Fall erstmal ein Schlag ins Gesicht. Ich musste auch erstmal ganz schön schlucken, um das auch zu verarbeiten. Ja, es ist sehr, sehr schwierig, also wirklich so eine Kritik erstmal irgendwo zu verarbeiten. Und Ambiente? Dass den Testessern das Ambiente nicht gefällt? Das ist Geschmackssache. Ich muss dazu sagen, ich hab das so übernommen. Also, und habe. Lass uns mal ganz kurz eben aufarbeiten, ja? Geschmackssache stimmt. Und das ist subjektiv. Natürlich sind die Bilder schön, aber es steht nicht in Verbindung mit der gastronomischen und kulinarischen Idee, die hier hintersteckt. In keiner Weise. Was ist denn dein Konzept hier bei diesem Ambiente? Das kann ich gar nicht sagen. Wenn du sagst, du hast das so übernommen, dann ist es ja auch nicht wirklich deins. Oder? Ja, sag mal laut ruhig. Ja, ne? Richtig. Ja, also du hast es ja wirklich vom Vorgänger so übernommen. Ne? Hier catcht einem gar nichts. Außerdem ist es sehr unaufgeräumt. Alles, was Thekenbereich ist, ist eine Katastrophe. Ja, das ist wie wenn jemand sagt, dein Kind ist hässlich. Es tut weh.
was sagt ihr zu der Kritik, dass es den Leuten nicht geschmeckt hat? Was soll ich dazu sagen? Ist auch wieder Geschmackssache. Natürlich haben sie recht, also mit der Hälfte vom Crepe, das, ja. Und wenn dann da so ein Crepe liegt, mit einer einfach nur geschnittenen Banane drin eingerollt und ein bisschen fertige gekaufte Schokosoße, dann fragt man sich ja, warum soll man hier hin? Wenn es mir schmeckt, dann... Eine rohe Banane im Crepe? Da brauchen wir nicht weiterreden. Dann packe ich meine Sachen und gehe. Weil dann kann ich dir nicht helfen. Also wenn das deine Messlatte ist, ne? Wow. Gib mir meinen 2 Minuten. Frank Rosin argumentiert gegen eine Mauer. Es kommt schon rüber, als wäre ich kritikunfähig. Aber ich suche immer in erster Linie die Fehler bei mir. Bin total unsicher mit dem, was ich in dem Moment mache. Mal kurz eben Luft holen. Das eskaliert sonst gleich. Tja, schwierig. Das merkt man ja ganz klar. Der gastronomische und kulinarische Ansatz ist schon wirklich schwierig. Wo soll ich denn da ansetzen? Das ist jetzt wirklich, wo soll ich da ansetzen? Du kannst ja nicht früh um 5 Stunden hier sein und kannst, keine Ahnung, eine warme Banane zubereiten oder irgendwas, was du da reinmachen kannst. Weißt du, wie ich meine? Ich brauche ja auch einen Player. Ich muss ja auch jemanden haben, der sagt, ey Rose, ich mach mit, komm, zack, zack. Ne? Geil, ich verstehe dich. Mensch, ja, ist doch klar und so. Ne? Hab ich dein was voran? Ne? Und Baba, da kommt gar nichts. Sie sitzt da und sagt, nö, finde ich gut. Wenn man die Leute fragt, hat es geschmeckt, dann sagen sie, ja, es hat geschmeckt. Und sie bestellen es ja auch immer wieder. Ich mache da jetzt kurz einen Prozess. Ich sag denen jetzt, wie viele Sterne sie bekommen haben. Und fange an, jetzt über die Praxis an sie ranzukommen. Weil diese Gespräche, die werden so stoisch, eindimensional. Da kommen wir nicht weiter. Ne? Schafft es der Sternekoch, dass Geli ihren verletzten Stolz überwindet und einen nüchternen Blick auf die Fakten zulässt? Also, wir kommen in diesen Gesprächen nicht weiter, weil ich glaube, wir brechen das Ganze auf, indem wir in die Praxis übergehen und gleich zusammen kochen. Und beim Kochen wir einfach gucken, dass wir da über das Begreifen einfach einen besseren Ansatz bekommen. Ja? Und die Testesser bewerten mit Sternen. Und ihr habt von euren Testessern 1, 2, 1,5 Sterne bekommen. Das ist die Hälfte. Und haben eigentlich mit 3 Sternen gerechnet. Das ist dann Geschmackssache, denke ich mal. Es gibt Menschen, die würden uns 5 geben. Ich finde es zu viel. Es war nichts wert. 1 Stern, aber nicht 2. Ihr könnt das zum Finale verbessern. Und jetzt arbeiten wir daran, dass es besser wird. Einverstanden? Ja. So. Und mal gucken, dass wir das ändern. Was extrem war, dass Frank gesagt hat, ich hätte euch nur 1 gegeben. Ah, schön vorbereitet. So viele frische Zutaten hat die Küche lange nicht gesehen. Waffelwunder. Ich will jetzt nur noch über Wunder reden. Ja, ich will, dass die Gäste später hier reinkommen und sagen, das war echt ein Wunder. Wow, habe ich so noch nie gesehen. Und dazu möchte ich euch beide bringen. Ja, Spaß, Freude, Enthusiasmus, ja, Lust an der Arbeit wieder zu haben und vor allen Dingen, liebe Geli, Selbstbewusstsein. Okay? Pass auf, wir fangen einfach mal an. Jetzt machst du da erstmal eine Prise Salz rein. Noch ein bisschen mehr vielleicht. Sehr kompakt, der Teig. Ach, schön. Ich freue mich. Freust dich? Hast du Bock? Ja. Pass mal auf, jetzt werden wir richtig einen loslassen hier. Wichtig ist, dass wir uns ein Gemüse-Mise en place machen. Mise en place ist französisch und heißt in der Küchensprache, dass man sich alles so vorbereitet, dass man die wenigsten Arbeiten nur noch machen muss. Ne? So, ich schneide mir ein bisschen Knoblauch. Ich habe ein bisschen Zwiebel. Guck mal, das ist doch so, muss alles ein bisschen angefeuert werden. Und es ist ganz einfach. Ich mach schon mal ein bisschen Olivenöl in die Pfanne rein, meine Liebe. Fürs mediterrane Veggie-Waffeltopping. Genau. Und dann kannst du das anfangen zu braten. Alles zusammen. Ja. Ein paar Pilze können wir reinmachen. So, hier.
rein. Nee, die Pilze nicht drauf machen, weil da braten sie nicht, ne? Du musst das dann zur Seite schieben und dann hier hin, wo die Pfanne auch noch frei hat, ne? Nimm einen Löffel, kannst du es ein bisschen verrühren. Und wenn das nicht brät, musst du noch ein bisschen Öl reinmachen. Noch ein bisschen höher, genau. Guck mal, der Chef, der weiß schon Bescheid. Super, läuft doch. Guck mal, wie ein Länderspiel. Zucchini zerkleinern und hinzugeben. Er muss, warte. Knoblauch muss anrösten, damit er einen mandeligen Geschmack bekommt. Alles klar. Jetzt schaut mal. Jetzt wird dieser Raum für das, was es eigentlich sein soll. Eine Küche. Ne? So, jetzt nimmst du einen Löffel und rührst das mal so ein bisschen durch. Guck mal, wie schön das schon hier. Oh, ich hab richtig Bock. Wie gefällt's dir? Sehr gut. Riecht auf jeden Fall sehr lecker. Ja. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Pizza. Ne? Italien. Das Topping garnieren und Parmesan darüber streuen. Noch nicht so viel Käse. Nur vom guten Zeug. Wenn ihr das Rezept haben wollt, einfach kabel1.de/Rosins Restaurants. Da habt ihr alle Rezepte, alle Folgen. Alles. Und den Rest kriegt ihr bei Join oder bei YouTube. Bitte schön, ihr beiden. Vielen Dank. Einmal mediterrane Waffel, vegetarisch. Ja, schon ein Unterschied. Geil aus, ne? Ja. Die triste Pizza-Waffel hat sich in eine mediterrane Wunderwaffel verwandelt. Besser Gabel probieren. Die höchst appetitliche Anrichteweise verspricht vermutlich nicht zu viel. Na, Geni? Ist lecker. Guck mal, du kannst ja lachen. Haben wir das dann doch noch hinbekommen, die zum Lachen zu bringen, oder? Als die Waffel dann fertig war, habe ich begriffen, was er eigentlich von uns möchte. Was man aus einer Waffel machen kann. Und das war schon so ein Anstupser in die richtige Richtung für mich. Im Vergleich zu gestern? Besser. Viel besser. Viel besser. Frischer. Geiler. Man sieht, was halt drinne ist, beziehungsweise drauf ist. Also es macht schon Sinn, die Zutaten auf die Waffel zu bringen, weil es natürlich viel besser aussieht. Und ich habe auch gesehen, dass es ja gar nicht schlimm ist. Ich komme morgen wieder und ihr sucht bis morgen drei Rezepte. Drei Waffelarten und Waffelrezepte in diesem Style, was wir jetzt heute geübt haben zusammen. Und danach machen wir eine gemeinsame Kalkulation, dass damit auch richtig Geld verdient werden kann. Oder? Ja. Super. Wie geht's dir? Gut. Alles klar. Bis morgen. Ja. Warte mal, da schreibe ich mir mal auf, was der reingemacht hat. Ja. Weil das finde ich total cool. Wenn ich die Waffe dann natürlich teurer machen kann, dann kann ich das auch mal so kaufen. Ja. Ich habe eben schon das Rezept noch mal schnell aufgeschrieben. Ich glaube, am Freitag, wenn ich das probiere und die Leute sagen, oh geil, dann drücke ich euch ganz toll. Wenn ihr wieder da seid, macht auch so, mache ich auch so. Wenn ihr kommt. Die kleine Familie setzt sich mit Hilfe von Tochter Lena prompt an die Hausaufgaben. Bis tief in die Nacht recherchieren sie Waffelkreationen, die in Geschmack und Optik Frank Rosin um den Finger wickeln sollen.